Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu Pokémon Omega Rubin. Yeah, wir waren hier stehen geblieben und jetzt können wir hier weiter. Ja, ein Pokémon kann ihn zertrümmern, den Felsen. Ja, wer wohl? Unser Gerardax. Was? Okay, cool, top Eva. So, bist du ein Trainer gleich? Nee, du bist kein Trainer. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Top-Pokémon-League um einiges schwerer zu besiegen sein als die Arena-Leiter. Ja, das ist schon klar, denke ich mal. Oh, stark aus deiner Trainer-Einsicht. Okay, Kamera, wir beginnen mit dem Dreh. Interviewer Pio Udo. Oh, perfekt. Genau die Pokémon, gegen die ich auch viele Chancen habe, Bro. So, Magnetello. Kann ich jetzt nichts sagen, aber ich kann was gegen beide eigentlich machen mit Ding, hey. Mit Snor halt. Mit Snor könnte ich beide töten, aber ich kann leider nicht zweimal mit denen angreifen. Das wünschte ich, das wäre geil natürlich, aber geht leider nicht, das ist natürlich geschummelt sonst. So, Metang. Zeig ihm, was du drauf hast, Bitch. Let's go. Oh, Fritz Level 21, Bitch. So. Und es reicht sogar noch für Flummel. Das ist perfekt. Haben wir besiegt, Brothers. Und das ist geil. Oh, Level 29. Bombe, ey. Okay. Na denn. Mein Gefühl hat sie nicht getäuscht. Hat mich nicht getäuscht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer. Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Das war ja sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest du uns ein kurzes Interview geben? Ja. Wirklich großartig, danke. Also könntest du bitte mal mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Was durch meinen Kopf geht? Was nach dem Kampf? Sieg. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Video Navi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. Okay, darf jeder einfach Interviewer sein oder was? Ein Indikator für die Stärke eines Pokémon ist der Spezialangriff. Das steht für Spezialangriff. Spezialverteidigung steht für Spezialverteidigung. Ja toll, hätte ich auch so gewusst. So, bist du ein starker Trainer oder nicht? Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Keine Ahnung. Picknickerin Irene. Oh, Plusle. Ich habe immer noch nichts gegen einen Donner-Pokémon. Das müsste ich jetzt echt mal endlich mal eine Bodenattacke jemandem beibringen lassen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich denke, Donner-Pokémon werden wir jetzt auch nicht so häufig jetzt begegnen. In der Arena auf jeden Fall nicht, denke ich mehr. In der Top 4, ich glaube, in der Top 4 werden wir höchstwahrscheinlich wieder auf ein Donner-Pokémon antreffen. Illumise, was ist das denn? Was ist das denn? Was bist du? Du bist ein Käfer, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Käfer, okay. Eindeutig. Habe ich jetzt überhaupt nicht erkannt. What the... Oh, Spezialangriff sinkt. Naja, Nitro-Ladung müsste noch reichen. Und müsste töten. Getötet. Illumise. Boah, Alter. Geil. Getötet, Freunde. So, hoi, du bist ja unverschämt gut. Ja, das weiß ich. Sagen wir schon häufig, Leute. So, oh, der nächste Trainer wartet auf uns. Ich springe nur so vor Energie. Und mein Pokémon natürlich auch. Ja. Mag sein, aber ich bin immer noch der Coole hier. Ronald. Oder Ronaldinho. So, Sandan. Ist ein Boden-Pokémon, deswegen habe ich auch Snor im Angriff gleich. Und könnt ihn ja trotzdem bumsen mit Doppelgeek. Das ist schön.
Hä, hey, was? Du bist ein Boden-Pokémon oder nicht? Ist das auch ein Gestein-Pokémon? Oder sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung, Bro. Weil es müsste eigentlich ziemlich effektiv gegen den sein. Und das ist jetzt schon mein zweiter Part, den ich gerade aufnehme. Und das heißt, dass ich schon viel Lust habe auf das Spiel, ne? Also, dass ich schon den zweiten Part darauf aufnehme, das ist ziemlich cool. Aber hab auch mehr Zeit heute gefunden. Tja, da hat sich's wohl ausgespürt. Ja, ist auch gut so, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit finde dafür. Muss ja nicht jeden Tag einfach ein Part aufnehmen, sondern einfach nur jeden Tag ein bringen, das passt schon. So, Route 111, Route 112 ist da links. Hier ist, glaube ich, die Wüste oder sowas, aber ich glaube, da kann ich noch gar nicht lang, ne? Hier kommst du nicht weiter, der Sandsturm in der Wüste ist einfach zu stark. Genau, da komme ich noch nicht weiter, Braus. So, ich möchte gegen dich kämpfen. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als uns. Meinst du nicht auch? Aha. Okay, Backpacker Brandulf. Swalbini wird von Brandulf eingesetzt. Mal schauen, was für ein Level denn Swalbini hat, Brother. Und ich muss jetzt ein bisschen den kürzeren Part wieder mal aufnehmen. Weil jederzeit kann die, also eher gesagt, der Pizzalieferant kommen und Klingel und so müssen wir aufpassen. Ja. Ja. Wenn die Klingel, also wenn das Klingel läutet, dann muss ich natürlich rangehen. Natürlich kann ich auch einen Cut setzen, aber ich will lieber einen kürzeren Part machen, das möchte ich. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch einen langen Part machen, es muss ja nicht sein. So ein kurzen Part, so 15 Minuten, denke ich mal, ist auch okay. Ganz okay, Brothers. Das ist ganz okay, denke ich mal. So Backpacker, auch wenn ich verloren habe, fühle ich mich irgendwie erfrischt. Das ist cool. Das ist schön für dich. So. Gleich kommt die Pizzeria. Ah! So. Joker! Dort, schau doch, da. Das da ist der Schlotberg. Ja, der ist cool, ne? Er ist so riesig, so prachtvoll. Der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn bis zum Gipfel fahren. Oh, dein Pokémon-Team sieht etwas erschöpft aus, Joker. Ich mache es wieder fit für dich. Alter, du bist saugeil, Maike. Dann habe ich noch das hier für dich. Oh, nice. Du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können. Wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb eines Kampfes kann sie erst dann eingesetzt werden, wenn man den Orden der Arena von Bad Lavastadt hat. Denk dran. Hoppla, hoppla, fast hätte ich es vergessen. Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann, Joker, ich muss weiter, aber beim nächsten Mal kämpfen wir wieder, ja? Okay, beim nächsten Mal kämpfe ich mit dir, das ist sehr schön. So, hier oben ist ein Weg, hier oben ist ein Weg und hier unten ist ein Weg. Kann ich hier nicht irgendwie schummeln? Was ist das für ein Pokémon? Scheiß auf das Pokémon. So. Weiter geht's hier lang. Aber wir müssen jetzt mal durch diesen Trainer gehen. Ich bin ein starker Junge. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Okay, das möchte ich mal echt mal zu gern wissen. Dum Kempaka, well got dum. So, der zwei Pokémon. Das ist ziemlich interessant. So. Jederzeit kann der Pizza-Lieferant kommen und deswegen muss ich wachsam sein. Boah, ich habe so Bock drauf, ey. Ich habe auch ziemlich Hunger, also ja, das ist ziemlich cool. Ja. So, Funkensprung. Blub, 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 blub. So. Ja, ich habe ziemlich Hunger, Freunde. Das ist richtig schlimm, wenn man noch darauf warten muss noch. Das dauert ja seine Zeit, aber naja. Warten kann er wohl jeder, aber ist es nicht leicht, Freunde. Es ist nicht so leicht. So, Funkensprung, Dürps. Zubat ist auch tot. Yeah. Okay, hau mal ab, Brother. Okay, Metang Level 28, das ist bombenmäßig. Und weg mit dir. Der hat mich geschlagen, ich bitte meine Mami. Okay. Okay. Du bist eine Trainerin, denke ich mal. Da gehe ich auch stark davon aus. Bei einem Picknick kann ich gar nichts anders. Da gehört ein bisschen Singen einfach dazu. Komm, stimmen wir gemeinsam ein Liedchen an.
Oh yeah. Lass mal zusammen singen. Chabos wissen, wer der Babu ist. Das müssen wir mal richtig singen, Bitch. Ne, müssen wir eigentlich überhaupt nicht. So. Ey, du bist ein Schluppbuck. Okay, du bist ziemlich schnell besiegt. Weil ich habe ja ein Feuer-Pokémon zum Glück. Ja, was? Du bist... Hä? Ich glaube, das ist noch ein Flug, oder? Kann das sein? Ich glaube, es ist noch ein Flug-Pokémon. Ich weiß es aber nicht genau. Es ist ein Pflanzen-Pokémon, man. Hä? Schluppuck. Ist das kein Pflanzen-Pokémon? Oh, du triffst die Töne besser als ich. Ja, ich weiß, ich bin auch Gesangskünstler. Nein, bin ich nicht. So, gibt's hier irgendwas Bestimmtes? Warte mal. Ist mir viel zu blöd, Bro. Also hier wäre ich den Trainer auf jeden Fall umgangen, wenn ich da hier gelaufen wäre. Aber das muss ja überhaupt nicht sein. Das müsste gar nicht sein. Warte mal. Schlotberg. Bad Lavastadt oder den Gipfel erreicht man mit der Seilbahn. So, hier oben komme ich sowieso nicht hin. Da ist anscheinend ein Typ. Da komme ich ja erst später hin. So, Seilbahn zum Schlotberg. Nur noch ein paar Schritte. Ja, da oben sind ein paar Typen da. Drin. Durch das viele Bergsteigen sind meine Beine richtig kräftig geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken. Wieso habe ich überhaupt mein Feuer-Pokémon jetzt nach vorne getan? Hätte ich nicht tun sollen. Wobei, was habe ich denn sonst gegen Boden? Stimmt, Stahl. Aber es sind ja nicht immer nur Stahl-Pokémon. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche Gyarados, man. Also, das Gyarados braucht unbedingt eine Wasserattacke. Habe ich nicht irgendwie Aquawelle oder sowas? Kleinstein, nee, das können wir erstmal behalten. Behalten wir auch erstmal. Junglud ist bald Level 30, das ist Bombe. Wann levelt er sich denn nochmal? Also, wann entwickelt er sich nochmal? Ich glaube, bei Level 36 oder so. Kann auch sein bei Level 32. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn er zum Logok wird. Das wäre richtig bombenmäßig. Perfekt. Kleinstein, nee. Es hat er nur Kleinstein? Ich glaube, ja, ist sein letztes Kleinstein. Dann hat sich's ausgekleint, ne? David Klein. So Doppelkick, Brams, Brams. Und Kleinstein ist tot. Und muss zurück in den Pokéball. Lippe dir. Ah, ich habe einen Krampf im Bein. Naja. Ist eine Banane und dann hat sich alles auch wieder. So, können wir überhaupt da durch oder können wir da noch nicht durch? Das weiß ich jetzt nicht, Freunde. Sieht so aus, als wären die hier ziemlich gut in dem Beruf Türsteher. Na, wie sieht's aus? Ein Kämpfchen gefällig? Du und ich. Okay, du hast aber kein Gras geraucht, oder? Kommt mir so vor irgendwie. Schau mal auf. Ach, gegen den habe ich überhaupt nichts. Gyarados, wo bist du, wenn man dich mal braucht, bra? Wasserattacke. Ach, stimmt, ich wollte ja... Ach, bin ich blöd. Ich wollte ja nachschauen, ob wir eine... ob wir eine TM haben oder so eine Wasser-TM oder sowas. Und Stärke kann das Gyarados lernen? Das wäre echt cool, wenn du es lernen könntest. Das wäre spitzenmäßig, bra. So, mach Holo. Da können wir jetzt Metang in den Kampf schicken. Ist auch perfekt, weil er hat seinen Kopfstoß drauf, Bro. Ne denn. Jetzt geht's ab, mein Freund. So, Sandkopfstoß. Ich glaube, eine Konfusion hätte auch gereicht, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ich denke schon. Aber ich habe keine Ahnung, Brothers. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. So, ich habe verloren. Okay. Du bist aber cool gelaunt. So, kann ich hier durch, bitte? Wo bleiben nur die anderen, die nach Laubwechselfeld aufgebrochen waren? Sie sind spät dran. Wieso kann ich die nicht einfach schlagen? Kummel, euer Kummel schlägt mir mal immens auf Gemüt. Kummel, ich möchte auch mit der Seilbahn nach oben auf den Gipfel fahren. Okay, ich hab's verstanden. So,
Ich möchte es nicht speichern, sondern ich möchte Topschutz benutzen. Von mir aus auch Superschutz. Reicht mir völlig. So. Feuriger Fahrt. Wir brauchen kein Feuer-Pokémon mehr. Wir haben ja schon eins. So, Stärke, genau. Das wollten wir auch jemandem beibringen. Perfekt. Der kann's wieder, dieser VM-Typ. Ja, du sollst lernen, ruhig, Bro. So, Tackle, der Zertümmerer drauf, Zerschneider. Ja, gut. Jetzt kann er alle Attacken, die ich jetzt nicht brauche. Wie cool. So, er kann jetzt alle Attacken. Was? Ich habe ihn doch gerade eben bei... Ach, ich weiß jetzt warum. Der hat, glaube ich, Stärke drauf, ne? Warte, wir schauen es mal gleich nach. Ja, das hat er drauf. Das heißt, wir brauchen ja die... Ah, stimmt, wir brauchen den Orden von Bad Lavastadt, um Stärke einsetzen zu können, hat die ja gesagt. Naja, dann gehen wir halt dorthin erstmal. So, was geht, Bro? Ich bin kein Amateur, der gegen Kinder nur mit halber Kraft kämpft. Kapiert? Okay, Raubbein mit Magnein. Oh ja. Spitzenmäßig. Magnein ist echt ein gutes Pokémon. Das ist echt spitzenmäßig, das Pokémon. So. Na denn, Doppelkick und du bist tot. Naja. War schön, dich gekannt zu haben, Magnaien. Das war's. Kein Problem. Null Probleme, Blau. Das war das Werk eines Profis. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Naja. Jetzt gibst du nicht mehr so viel an, oder? Denke ich zumindest. So, was ist das denn? Was sind das für Bären? Persimbären. Ja, von mir aus nehme ich ein paar mit. Himi. Was? Was ist denn, was sind das für Dinger hier? Was sind das für Namen? So, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ist hier unten was? Nee. Oder? Nee, hier ist nix. Altglor. Wie sind wir hier? Route 111? Genau, hier unten ist, glaube ich, dann dieser Sandort. Wir sind einfach nur außen rumgelaufen, damit ihr Bescheid wisst. So, hier ist der nächste Trainer und da verabschiede ich mich für diesen Part für heute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder mal länger. Hoffe ich zumindest. Und ciao, Freunde. Haut rein.